Es ist, wie so oft in dieser Saison, die Gäste feiern in der Schwalbe Arena und den Hausherren bleibt lediglich die Rolle der Gratulanten. 21:25 gegen Hannover, nur ein Sieg in den letzten 8 Heimspielen, dazu 4 Niederlagen in Folge. Auf der Suche nach den Gründen für den neuen Tiefpunkt. Wenn ich das wüsste, glaube ich, hätten wir nicht verloren. Relativ einfach, weil wir vorne die hundertprozentigen Chancen nicht reinmachen. Ich meine, wir sind ja frei durch im Gegenstoß oder im Durchbruch und treffen dann halt nicht ausreichend. Das ist halt verdammt ärgerlich, weil es halt wirklich eine Riesenchance war heute, das muss man echt sagen. Wie so oft in dieser Saison verschläft der VfL den Start in die Partie. Nach gut 10 Minuten die erste Auszeit, die immerhin rüttelt wach. Ein weiterer Weckruf, die Parade von Carsten Lichtlein gegen Hannovers Lars Lehnhoff. Heimstärke ist derzeit ein Fremdwort in Gummersbach. Dennoch kommen rund 3000 Fans in die Schwalbe Arena und die Mannschaft kommt zurück ins Spiel. Mitte der ersten Halbzeit verkürzt Christoph Schindler auf 5:7. Mangelhafte Abwehrarbeit und schlechte Chancenverwertung kosten den VfL in dieser Saison bislang einfach zu viele Punkte. Dazu gehören aber auch Konzentrationsschwächen wie hier von Torwart Carsten Lichtlein. Auch der Weltmeister lässt sich anstecken. Dass sie auch richtig schönen Handball spielen können, lassen die Hausherren immer wieder aufblitzen, nur leider einfach zu selten. So gehen die Gummersbacher mit einem 4-Tore-Rückstand in die Pause. Daran endet auch der Treffer von Michael Kopczo nichts. Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt, sind nicht so ins Spiel gekommen, wie wir uns das vorgenommen haben. So wie wir die letzten 3 Spiele über die Abwehr, über den Kampf ins Spiel gekommen sind. Das haben wir heute nicht geschafft, haben uns dann aber, glaube ich, in der Halbzeit zusammengerissen, haben nochmal die richtigen Worte gefunden. Wir waren in der Abwehr super, zweite Halbzeit am Anfang. Borko hat super gehalten, aber wir haben im Angriff nicht viel auf die Reihe bekommen. Wir haben viele freie Chancen gehabt, aber haben die dann leider auch nicht genutzt. Exemplarisch der Schnellangriff, abgeschlossen durch Florian von Gruchhaller. Der VfL ist kaum einmal erfolgreich. Noch schlechter läuft es allerdings bei den Gästen. Mehr als eine Viertelstunde lang erzielen sie keinen Treffer. Und nach gut 40 Minuten ist es endlich soweit. Florian von Gruchhaller gleicht die Partie zum Stand von 15:15 aus. Zwischenzeitlich geht der VfL sogar in Führung, verfällt anschließend jedoch wieder in bekannte Muster. Die schlechte Chancenverwertung macht jede Chance auf einen Sieg zunichte. Der schmerzhaften Aktion für Gästetorwart Nikolai Weber folgt eine noch schmerzhaftere Niederlage für Gummersbach. Und als nächstes wartet der Champions-League-Teilnehmer Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben heute hier zu Hause gegen Hannover verloren. Von daher braucht man jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nach Mannheim fahren und dort die Rhein-Neckar-Löwen weghauen. Von daher gilt es jetzt, uns da 9 Tage intensiv darauf vorzubereiten. Ja, die Devise ist, dass wir arbeiten und dass wir uns am eigenen Schopf packen und weiter nach oben ziehen. Gummersbach ist noch lange nicht K.O. Und Hoffnung für das Auswärtsspiel an Nikolaus gibt es auch. In der Fremde war der VfL zuletzt deutlich erfolgreicher als zu Hause.